Welcome back to be a four. So, ja, heute nochmal. Das hätte man sehen müssen. Auf einmal rauscht mir mein Mikrofon hier ab. Ist ja unglaublich. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ruckelt. Warum ruckelt es? Ich habe 90 Bilder pro Sekunde. Warum ruckelt das? So, hier oben sind keine Feinde. Ja, wir spielen eine Metro. Last Light? Nee, Spaß. Wir spielen Metro auf TDM. Auf TDM mag ich die Karte sehr. Ist auch relativ schwer, Server zu finden, auf denen Leute drauf sind, wenn man unter der Woche vormittags spielt. Und da war wieder das übliche E-Mail-Geräusch, was ich mir wieder vergaß auszuschalten. Ich sage, das ist ein Running Gag geworden. Wahrscheinlich ist das eh wieder irgend so ein Kack-Spam. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich dann sehe, ah, neue Aktivität zu deinem Video, dies, das. Aber wenn dann immer so eine Scheiße reinkommt, so, ja, neuer Blogpost von irgend so einem hässlichen Spasti-Spammer, der kriegt ja Kotzen. Besser, weil wenn ich normal zack, ohne aufzunehmen, dann minimiere ich das Spiel auch und guck nach. Deswegen antworte ich oft so zeitnah, weil ich bei dem Geräusch alles abbreche und dann haha, erstmal die E-Mail nachgucke. Wie das am Ruckeln ist. Ah, das könnte daran liegen, dass ich aufnehme und nicht genug Platz auf der Platte habe, sodass ich in den letzten Zügen der Platte schreibe. Da habe ich vielleicht bald eine Lösung für. Muss ich mal gucken, ob es mir das wert ist. Jetzt irgendwann die Tage kommt der Naval Strike schon raus, ne? Ich meine Ende März. Der neue DLC für BF4. Der den Titan Mode aus BF 2142 zurückbringt. Mann, und wieder muss ich natürlich das Knife rausholen. Wieso mache ich das immer? Ich freue mich schon auf Naval Strike, auch wenn ich, denke ich mal, da erstmal andere Sachen spielen werde. Jetzt kommt übermorgen ja Infamous Second Son raus. Ich bin mal gespannt, wann sich Saturn bei mir meldet. Weil ich das ja online bestellt hatte. Und momentan habe ich noch keine Versand- oder sonst welche Bestätigung. Normalerweise kriegst du erst eine Versandbestätigung und dann eine Bestätigung, dass es im Laden ist. What the fuck? Wie? Ich stand hinter dem. Wie kann der von vorne? Na, auf jeden Fall möchte ich mein Spiel zu Release haben. Ist doch ganz klar. Ich meine, warum soll ich es sonst vorbestellen? Okay, ich habe es eigentlich vorbestellt, weil es günstig war und ich mir dachte, hey, wenn du es dann nicht gebrauchen kannst, dann kannst du es immer noch verscherbeln. Ach Mann. Aber da freue ich mich drauf auf Infamous. Das habe ich komplett verdrängt. Das ist komisch, dass es Spiele gibt, auf die ich mich freue, aber die ich komplett verdrängt habe, wann Release ist. Also bei Gran Turismo habe ich runtergezählt, so ja, in einem Tag. Bei BF4 habe ich sogar mit einem Proxy gespielt, damit ich 2 Tage früher spielen kann. Oder einen Tag. Ne, 2 Tage waren es, ne? Ja, und hier ist es dann halt bei Infamous so, ah, guck mal, Infamous müsste doch die Tage rausgucken, gucke ich nach. Ach, übermorgen, ist ja interessant. Bloß ich habe halt wirklich ein bisschen Angst, dass ich das. Ach ja, stimmt ja, das ist ja dieses scheiß Spasti-Glas. Ja, ich habe ihn getötet. Ich habe es einfach nur reingeballert, ohne zu zielen, aber egal. Ich habe bisher schlechte Erfahrungen gemacht mit Saturn und schlechte Sachen gehört von Saturn, was so Sachen angeht, von daher. Also das letzte Mal, als ich da irgendwas. Alter! Scheiß Neifen, ey. Das letzte Mal, dass ich was vorbestellt habe, war meine Kamera und wir alle wissen ja, das war nicht so erfolgreich. Ja, ist irgendwann da. Ja. Nee, die kriegen wir so überhaupt nicht geliefert, aber vielleicht kommen wir wieder über unseren Panasonic-Menschen dran. Ja, keine Ahnung. Ja, wir rufen dich an, haben dich angerufen, dann bin ich da und dann auf einmal, ja, haben wir im Lager. Wollten wir dich anrufen? Weißt du, so ein.
Bullshit. Und Itep hatte das mit Pokémon so, hatte Pokémon, glaube ich, online vorbestellt und wollte das dann abholen. Zum Release. Und ging nicht, obwohl die es vor Ort hatten. Ja, also vor Ort halt lokal hatten sie es. Aber seine Lieferung war halt nicht da. Fuck you. Na, wenigstens mal jemand geneift. So, und wenn das so ist, ne, dann nehme ich den Laden auseinander, ey. Ich meine, das ist so ein Schwachsinn. Das war auch so, als ich ein Neck gekauft hatte. Also ich habe ja so mit dieser komischen Aktion da an Silvester 3 kaufen, 2 bezahlen. Scheiße. Und 3 kaufen, 2 bezahlen, da hatte ich ja mehrere PS4-Spiele halt vorbestellt und auch Neck, was halt keine Vorbestellung war, sondern direkt abzuholen. Und war auch im lokalen Saturn vor Ort, vorrätig. Ja, und ich denke so, ja, gut, fährst du dann nachher direkt hin und holst dir Neck. Aber selbst das ging nicht. Die mussten erst scheiß Neck aus dem Lager, was keine Ahnung wo steht, in meinen lokalen Saturnmarkt liefern, obwohl der schon Neck rumstehen hat. Ich meine, was ist das denn für ein scheiß Logistiksystem? Ich musste, glaube ich, 2 oder 3 Tage warten. Saturn bezahlt einen DHL-Versand in ihre eigene Filiale, obwohl die normale Lieferungen schon da haben. Oder noch da haben. So ein Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, wer sich dieses dämliche Konzept ausgedacht hat. Aber derjenige gehört bestraft. Ich meine, kann doch nicht so schwer sein zu sagen, hey, ich meine, gerade bei Vorbestellungen, ja. Der Markt kriegt x Exemplare, weil jeder Saturnmarkt kriegt halt so und so viele Exemplare, ja. Und obendrauf kriegt er einfach noch die Exemplare für Vorbesteller. So ist das ja auch, wenn du lokal irgendwas vorbestellst, ja. Wenn ich jetzt in den Markt gehe und sage, ich möchte irgendwas haben, dann kriegt der Markt entweder x Geräte mehr geliefert oder halt von diesen x Geräten, die sie haben, kriegst du auf jeden Fall ein Exemplar. Bevor die dann in freien Verkauf gehen. Alter! Heute läuft nicht. Heute läuft nicht. So, und weh, ich krieg übermorgen kein Infamous. Die PS4, die staubte schon zu. Der hab ich jetzt irgendwie 3 Mal angehabt in den letzten Wochen. Oder Monaten. Ja, jeweils um halt Update runterzuladen oder halt die Gratis-Spiele aus PS Plus. Da steht der da oben homogen rum mit seinem hässlichen Schrot-Bastard, Alter. Ich hasse Schrot. Komm, spiel mir mal Lappen. Ich habe letztens Lappen gespielt, da habe ich leider nicht aufgenommen. Gestern eine kleine Runde. Und so gut habe ich noch nie Sniper gespielt. Ich meine, war klar, dass das irgendwas ist, was ich natürlich nicht aufnehme. Komm rein, komm rein, komm rein. Und unglaublich, was ich da für Headshots gerissen habe. Also normalerweise treffe ich ja nie den Kopf. Und mit nie meine ich wirklich nie. Aber zack, siehst du da, Kopf getroffen. Ich darf einfach nicht so lange warten, sonst ziele ich immer zu lang und verkacke dann. Weil ich eben so lang ziele. So, jetzt holen wir uns mal den... Alter! Genau den Lappen wollte ich mir holen, aber dann kommt der natürlich mit seinem Pseudo-Sniper-Ding und piu-piu-piut mich weg. Oh, thanks. What the fuck? How? Jetzt mal ernsthaft, how? Hey, echt. 2 Arten von Spielern hier, Schrot-Spastis und Pseudo-Sniper-Spastis. Ich weiß gerade nicht, wen ich mehr hasse.
Übrigens, ich habe gerade eben rechts oben gesehen, Godzilla. Was ich finde, ist ein ziemlich cooler Name eigentlich. Der ist eine Battlefield-Bekanntschaft. Mit dem habe ich zusammen gezockt. Also auch ohne ihn jetzt irgendwie näher zu kennen oder so. Und wir haben einfach so gut zusammen gespielt. Dann hat er mich hinzugefügt und dachte mir so, ja. Der war irgendwie Level 2 oder so, deswegen muss er natürlich dann auch da mal... Alter, bleib doch mal stehen! Geht doch. Da muss er dann natürlich ein bisschen Rücksicht haben. Der hat mich auch ein paar Sachen gefragt. So Sachen, die man halt als Battlefield-Kenner weiß. Aber da helfe ich dann natürlich gerne. Ich habe zwar keine Ahnung von wo er kommt, aber es ist mir auch egal. Guck mal, da hinten habe ich doch einen Feuerblitz gesehen. Ich gehe weg. Da unten müsste irgendwo was sein, aber ich bin zu sehr suppressed. Kopfschuss. Kam die von da oben gerade was? Ach Gott. MG4. 7 zu 10. Interessanterweise habe ich, glaube ich, die meisten Kills bis jetzt als Sniper gemacht. Piu, wo denn? Alter, wo? Oh. Ich sehe da hinten wen auf der Karte. Ich sehe links jemanden schießen. Ich höre hier ganz klar die Spawnbarke. Alter, wieso ist das schon wieder von vorne? Ah, egal, ich habe ihn wenigstens gekriegt, ey. Ach, der hat die Spawnbarke da hinten, wo man nur mit Spawnbarken überhaupt reinkommt. Ich sehe nur Laterne. Ich glaube, da kommt gleich wer hoch. Da kommt doch 100 pro gleich wer hoch. Damn it! Wieso treffe ich auf so eine Entfernung nicht? Ich habe einfach Pech, wa? Also die meisten Leute, denen ich begegne, setzen da voll einmal in den Körper rein und dann bist du halt tot, ne? Was auch normal ist bei einer Sniper. Wie könnt ihr mich töten? Ich bin in der... Man hat's gesehen, ich bin in der seitlichen Knife-Sequenz gerade im Anfang, ja? Und der schießt mich ab. Wie geht das? Ja, wenn ich 90 Grad neben ihm stehe, wie kann er mich mit einer Waffe, die halt geradeaus geht, töten? Knife ist so kack verbuggt, Mann. Das stört mich so. Ich meine, ich liebe das mit der Knife-Sequenz, das finde ich richtig gut. Also ich finde das besser als so... Ich finde das besser als irgendwie so hinzugehen und einmal slicen, dann ist er tot. Komm, den holen wir uns. Hihihihi, komm runter. Der stellt eh einen Claimer oder so hin. Alter! Bastard, Mann! Ganz ehrlich, ich könnte dich jetzt Dinge kaputt schlagen, weil. Wie kann man so viel Glück haben? Wie kann man so unfähig sein, mich normal zu töten? Und wie kann ich so unfähig sein, da irgendwie von ihm getötet zu werden, obwohl ich da so viel verballer? Cool, eine neue Waffe freigeschaltet. Ach komm, wieder die mit ihrem Piu, 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 Piu. Nervigste Waffe, Alter. Ich müsste gleich auch mal wieder eine Spawnbarke hinstellen, also. Irgendwie muss ich hier nochmal ein paar Punkte kriegen.
Der KD-Reise ist hier diesmal nicht raus. Mann, und wie man wieder das Piu 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 hört. Hey, da war doch gerade so ein Strich in der Luft, was immer anzeigt, dass da gerade ein Sniper geschossen hat. Das war kein Header, interessant. Aua, Mann, Alter, ihr hässlichen Spastis. Boah, Mann. Die Waffen sind doch scheiße. Vor allem kannst du die auch überhaupt nicht zuordnen. Du hörst irgendwie dieses Piu-Piu und du hast keine Ahnung, von wo das kommt. Also wenn ich irgendeine normale Waffe höre, dann kann ich meistens, wenn sie nicht schallgedämpft ist, ungefähr sagen, von wo das kommt. Aber, nee, bei denen geht das überhaupt nicht. Von wo? Alter. Ich sollte nur noch auf kein Schrot und keine RFB-Shits spielen. Ach, kann ich von da. Das ist. Spielen ja auch andere Waffen. Komm, machen wir jetzt auch mal so Humucke, ja. Trotzdem ruckelt das auf jeden Fall. Ich verstehe das nicht, ey. Eins, zwei, drei. Man hat gerade gehört, hat irgendwer geschrien, we got a man down. Also ist hier in der Nähe noch ein Feind, wahrscheinlich hinter der Tür, aber da kommst du natürlich nicht rein als normaler Mensch. Wow, wie viele da hinten waren, ich muss zur Deckung gehen. Ja, da kannst du natürlich nicht einfach so rausspringen, geht ja nicht. Warum sollte das auch gehen? Komm her. Okay, ich glaube, der ist tot. Oder auch nicht. Hä? Von wo denn? Egal, ich geh erstmal weg. Weg, 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 weg. Dann hol ich mir die anderen Lappen von hinten. Da war grad wer. Aha, so einfach triffst du mich nicht. Weiß. Geht doch, ey. Ich wollte schon sagen, der steht da so unfähig rum und ich kriege ihn nicht mal geneift. So, tschüss. Mal eben hier oben kurz gucken, hat man schon einen Blick runter. Eben nachladen. Also ich spiele die 870 viel lieber als irgend so eine andere Schrot, wenn ich dann mal eine spiele, weil hier zumindest noch mal so ein bisschen der Faktor drin ist, dass du eine Verzögerung hast. Bei der anderen rotzt du einfach die Schüsse nur so raus. Dafür zieht die natürlich mehr. Hey, der hat mich getötet. Wie hat der mich denn getötet, ja? Der kann mich gar nicht getötet haben. Irgendeiner von der anderen hat mich getötet und der kriegt den Kill zugeschrieben. Was ist das denn? Und das war auf jeden Fall eine 6er-Serie. Jetzt bin ich wieder ganz gut dabei. Wenn ich nochmal so eine Serie hinhaue, dann sind wir bei einer 1er-KD. Die Runde geht übrigens auch kaum übelst lange. Ich habe ja auch nicht deshalb Battlefield aufgenommen, weil ich mir dachte, spiel's mal schnell eine Runde, weil die Folge in 3 Stunden, nicht mal 3 Stunden draußen sein sollte. Und deswegen dachte ich mir so, ja, Banished jetzt spielen, nee, komm, für eine Folge lohnt sich Banished nicht, das ist besser, wenn ich mich da irgendwie reinarbeite.
klauen wir ruhig den Revive, egal. Hauptsache der lebt wieder. Ah, shit. So wichtig ist irgendwie hinter die Linien zu kommen. Oh Gott. Das war gut. Das war Glück, aber das war gut. Okay, da kam gerade noch einer. Ich hätte vielleicht meine Granaten nicht verballern sollen. Da hinten ist auch noch einer. Ich hau mal eben ab. Lass mich mal bitte kurz rein, Dude. Danke. Ich wollte gerade sagen, ey, wie kann ich den denn nicht reißen? Der kommt da mit dem Kopf raus und ich treffe ihn. Wo habe ich den denn dann getroffen? Aus dem Kopf. Soweit ich weiß, macht das dann 100 Schaden. So, ab jetzt gehe ich mal außen rum. Die Front ist mir da zu krass. Ja, 18, 19 ist schon besser. Kannst mal sehen, wie OP die Waffen sind. Wenn ihr einfach Schrot wählen muss und dann rapst du sie alle weg. Düpp, 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 nachladen und schnell rein und rushen. Wo kommt der her? What the fuck? Bin ich blind oder ist er auf einmal aufgepoppt? Das muss ich mir unbedingt nochmal angucken in der Folge nachher. Das ist ja unglaublich. Halluziniere ich und hab einfach gedacht, ah, guck mal, da ist leer, da läufst du rein. Ja, ja, schießt ihr ruhig mal auf mich, trefft mich eh nicht. So, jetzt hoffe ich, komme ich hier hoch, ohne dass ich getötet werde. So, eben kurz ganz oben auschecken, damit mir keiner in den Rücken fällt. Hier unten nochmal gucken. Ich könnte weinen. Nein. Shit. Aber ich bin über 1 gekommen, ja. Die Moral von dieser Folge ist auf jeden Fall, wenn ihr gegen Schrotflinten kämpft und gewinnen wollt, dann müsst ihr selbst Schrotflinten wählen. Dann zeigt sich nämlich auch, wer in Wirklichkeit besser ist, wenn man mit den gleichen Waffen rumrennt. Und ich behaupte jetzt mal ganz verfroren, dass ich besser bin als die. Das war jetzt nicht so eine kluge Aktion, so mitten über die Karte. Grenzwertig. Aber manchmal ist der offensichtliche Weg dann doch der, der den anderen am wenigsten auffällt. Würde man hier wirklich als Squad spielen, dann würde ich sagen, ja, einer von uns hält die einfach mal ein bisschen fest, lenkt sie ab. Also wenn sie einmal oben da irgendwie im zweiten Stock drin sind, dass du dann hingehst und dann einen hinpackst, der dann immer so, ja, guck mal, ihr trefft mich ein bisschen, und dann verstecke ich mich und dann trefft ihr mich wieder ein bisschen, so dass sie immer schön fixiert bleiben. Und dann kommt der andere und knifet sie alle von hinten weg. Okay, einmal heilen und dann so schnell wie möglich weg hier. Okay, oder direkt so schnell wie möglich weg hier. Geschafft. Hast du irgendwie gesoffen? Schießt er auf mich. Da war noch einer in der Nähe. Ach, da ganz hinten. Ach Gott. Den hätte ich jetzt zum Verrecken nicht gesehen. Ich glaube, der eine hat mich noch nicht gesehen. Ich gehe mal unten lang. Er hat mich gesehen.
Piu, piu, piu getroffen. Wie geht das mit einem LMG? Das kann ich jetzt nur verrecken. Ich kann nicht mit dem LMG so 3 Treffer oder vielleicht 3 von 4 direkt ins Ziel setzen. Geht nicht. Interessanterweise meinte er auch Item in einem Kommentar. Ja. Also wenn man sie irgendwo draufsetzt, dann sind die gut. Und deswegen campen sie auch alle damit. Und Item ist eigentlich der MG-Spieler von uns. Beziehungsweise eigentlich der, ich spiele überhaupt kein Battlefield-Spieler mehr, aber... Oh, what? Die war nicht weit genug? Boah, wie lange haben wir denn noch, ey? Ah, 23, 25. Los wieder ab. Bis wie viel? 400 Kills. Wir sind jetzt bei 302. Könnte also noch etwas dauern. Ich gehe mal eben kurz weg und fordere ihn in den Nahkampf. Durch die Wand. Bester Netcode aller Zeiten. Bester Netcode. Ich breche Runden nicht gern ab. Aber ich glaube, gleich breche ich mal ab. Ich habe gleich keine Lust mehr. Weniger wegen der Runde, das geht eigentlich noch. Also ich finde, ja, 13 gegen 13 ist noch okay. Das ist ein 64er-Server. Also wenn dann mehr Leute reinkommen, meh. Also 13 gegen 13 ist so gerade die Grenze, die ich ziehen würde. Ich würde eigentlich sagen, 24er-Server TDM ist so das Maximum, was ich tolerieren würde, wo ich normalerweise drauf gehen würde. Aber wie gesagt, es ist früh morgens, also muss man den Server nehmen, wo überhaupt Leute drauf sind. Und das war dieser. Naja, früh morgens, es ist Mittag. Früh morgens. Sagt sich immer so gut, wenn man um 2 schlafen geht und dann um 11 aufsteht. Dass es früh morgens ist, wenn man um 12 anfängt zu spielen. Und dann gleich dieses wunderbare Gran Turismo-Programm weiterschreibt. Dann kommt der schönste Teil, also die Grundfunktionalität habe ich drin. Party. Und der schönste Teil kommt dann aber noch. Nämlich dem in den Kopf schießen. Nee, nämlich die GUI machen. Die Elemente hinzufügen ist ja kein Problem, aber in Java eine GUI zu machen, die einigermaßen gut aussieht, das ist so eine Kackarbeit, ne? Das ist unglaublich. Das ist so... Aua. Das ist so nervig, da musst du 10.000 verschiedene Panels machen mit so und so vielen unterschiedlichen Layouts, die du dann so anpasst, dass es einigermaßen passt. Das ist... Boah. Krätze. Das ist echt nicht schön. Oder ich mache das ganze Fixed Layout, dann kann man das Fenster zwar nicht verschieben, aber es ist alles so, wie es sich gehört. Das wäre noch relativ einfach. Mal gucken. Kommt drauf an, ob ich diese eine Idee umsetze oder die andere. Die eine Idee wäre einfach diesen... Das war noch von mir gut. Ich war mir gerade nicht sicher. Die eine Idee wäre einfach diesen... Diese Auswahlbox aus Gran Turismo, ja, wo man halt die Sachen einstellen kann. Das hat ja ein gewisses Design. Komm her. Das einfach rauszuschneiden, das als Hintergrund zu machen und meine Boxen da drüber zu legen. So dass man im einheitlichen Gran Turismo Design ist. Wieso laufen die alle hier rein? Ist da draußen so viel los? Oder man macht das halt im Eigendesign. Ich denke mal, ich mache es im Eigendesign. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwas nicht normal an diesem Steinhaufen. Bitte beitreten. Wir holen aber auf, oder? Ich glaube, wir lagen schon mal weiter zurück. Jetzt sind wir bei 330 gegen 333. Vielleicht kann ich unserem Team zum Sieg verhelfen. Und in Deckung gehen, in Deckung bleiben. Da sind 3 Leute, da habe ich keine Chance mit meiner Kurzdistanzwaffe. Hihihi, Panzerglas.
Alter, geh doch von der anderen Seite rum. Ich lenke dir so lange ab. Ja, noch jemand? Wie gut. Das war jetzt nicht so gut von mir. Ach, da hinten steht noch einer. Wieso muss ich genau dann eine Granate werfen? Egal. Da mal wieder gut eine Runde gezogen. Boah, Mann, der eine, der neben mir saß, der hätte einfach von hinten reingehen können. Der hätte die so platt machen können. Da oben gehe ich mal nicht lang, sondern ich gehe jetzt mal von hinten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie noch da sind und gehe von hinten in deren Position. Übrigens jetzt immer noch... Ne, jetzt sind es mehr Tickets zurückstand. Shit. Bloody Mary 84. In einem Kill, in einem Hittenkill. Da war Bloody Mary aber schon vorher angehittet. Vielleicht heißt sie deswegen Bloody Mary, weil sie schon angehittet war. Ach, mit der Waffe keine Chance auf die Distanz. Nee, 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 nee. Ich denke mal, die Folge kommt heute ein bisschen, kam heute ein bisschen später, wenn du das siehst. Weil es einfach so mega lang ist und diese wahrscheinlich dann 40 Minuten oder so, die müssen erstmal encodiert hochgeladen werden. Das kann eine Zeit dauern, wir haben jetzt 13.20 Uhr. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in meinem Overlayer sogar eine Uhr drin habe. Ich müsste mir mal angewöhnen, zum Anfang der Folge drauf zu gucken und dann weiß ich auch immer, wie lang die Folge ist. Aber das ist ja so aufwendig, diese Differenz zu berechnen. Danke fürs Sterben. Lebe, danke. We've taken the lead. Gut, so muss es sein. Ich hoffe, ich kann mein Team noch zum Siege führen. Nein, lebe. Ah, da war ich wieder ein bisschen zu schnell mit meiner Tastenkombination. Yes. Leute töten und andere wiederbeleben, so kriegen wir die Tickets der anderen runter und unsere hoch. Nee, doch, umgekehrt. Genau, so ist richtig. Nee, so ist richtig. Ja, so ist richtig. Da oben ist auf jeden Fall jemand drin. Und das war ein Fehler, hier lang zu gehen. Aber irgendwann musst du auch einsehen, du hast keine andere Wahl, als den Weg weiter zu gehen, und bringt es nichts mehr, dich umzudrehen oder so. Ich wusste nur, der kam von hinten, keine Ahnung von wo, der hätte überall sein können, oben, unten, links, rechts. Mein Weg führt mich unten lang, da oben ist mir zu viel los. What the fuck? What the fuck? Der hat kaum Leben gehabt und ich kann ihn in 4 Schüssen nicht töten. Damn it. Damn it. Mich so retten dich. Mann, das gefällt mir gar nicht, die Fronten sind viel zu verhärtet. Wir spawnen immer hier, die anderen spawnen immer da und dann tralalala. Ha. So nicht. Übrigens, ich halte auch nicht die Maustaste runtergedrückt, sodass er direkt nochmal schießt oder so, sondern ich drücke auch immer einzeln.
Hilfe zählt als Kill. 94. Na, ja, solange die tot ist, ist alles okay. Da läuft einer von hinten rein. Kann ich ihn noch markieren? Nein. Ach, fucking 8%. Oh, die Endmusik startet. Wir verlieren. Scheiße. Heilen. Ach, guck mal, da hat noch jemand Mikro-Stuttering, genauso wie ich gerade. Verloren. Egal, das war gar nicht mal so langweilig, finde ich. Das war ziemlich cool eigentlich. Dum, 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 dum. Gut, das war's also für diese Folge. Bis bald. Hier ist das Scoreboard.